Schön, dass ihr da seid. Ich bin Fexil und in diesem Video spielen wir weiter mit Pokémon Snap. Im letzten Video haben wir die geheim gehaltene Blume am Lethal Meeresgrund entdeckt und einen geheimen Tunnel, den unter Wasser, einen unter Wasser gelegenen Tunnel gefunden, der durch so ein bisschen Schrutt, ja, zugedeckt war. Und dann hat der Professor uns noch angekündigt, dass er etwas Neues hat, weil es so mit den Forschungen so gut vorangeht. Was sieht er nach dem Intro? Also, wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr zur Unterstützung gerne abonnieren. Also, bis nach dem Intro. Los geht's direkt zum Basiscamp. Obwohl wir eigentlich schon drin sind, habe ich das Gefühl. Rita, hast du schon wieder irgendwas Besonderes gemacht? Der Professor analysiert gerade total aufgeregt deine Daten. Professor hat etwas Interessantes entdeckt. Ich denke schon, am Meeresboden gab es wieder Ruinen, nicht wahr? Scheint tatsächlich ein Zusammenhang zwischen ihnen und den Lumina-Pokémon zu bestehen. Der erneute Energieanstieg belegt das ganz eindeutig. Chaos im Tiefen des Meeres, ein Ort jenseits der. Ach, es geht noch tiefer rein, oder wie? Der Ruin. Aha, das erklärt, warum Captain Winch vor 100 Jahren nicht geschafft hat, dorthin zu kommen. Mit diesem Neon ist es kein Problem. Verlasse mich auf euch. Oh, jetzt geht's noch tiefer ins Meer, oder wie? Sag nicht, es geht noch tiefer. Ah, nee, das ist schon das alte. Das ist noch der alte Punkt. Ach nee, der war vorher hier, oder? Hä, der war vorher weiter. Rund. Lumina-Zone. Rein da in die Lumina-Zone. Boah, wir holen. What the? Warum kommt es unter Wasser? What the? Was ist das hier gewesen? Ein Unterwasser-Lumina. Pokémon. Und jetzt Pokémon. What the? Are you okay? Ist das nicht? Ich glaube, das habe ich so als ein Glück. Oh. Honest auch alles in Ordnung. Da war ein Lumina-Pokémon. Kannst du ihm folgen? Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe es nicht. Hier sieht ganz genau nach ihm um. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Aha, wollen wir jetzt Verstecken spielen? Ja, Einzelform. Fotografiere ich ein paar Mal. Auch nur zweimal. Es geht ja nicht um das große Pokémon. Und einfach da. Das ist noch eine Lumina-Kugel. Um mal viel Leuchten zu bringen. Aha. Wir haben. Alter, willst du jetzt? Ah, hat nicht geklappt. Haut einfach ab. Bringt nichts. Was ist das? Zeig dich doch mal. Oh, hier sind überall nur. Klappt nicht. Och, das kann ja ätzend werden. Wie viele sind das hier? Oh, ich dachte, da wär's. Um ja. Nee, Mann, wo ist das? Ärgert mich jetzt. Muss es unbedingt sein, dass du mit uns Verstecken spielst jetzt? Komm, ich finde dich schon. Wird schon gefunden, das Pokémon auch. Nein, du kannst dich von uns nicht verstecken. Kommt gleich wieder, ich wette, es kommt gleich. Ist das Pokémon? Die Fische schauen überall ab, aber.
Dann habe ich nominiert. Jetzt noch eins nominiert. Jetzt flüchten alle Fische. In dem Bereich wäre sie sogar in der Nähe. Und uns ist aber nichts mehr. Ganz komisch. Ich habe schon ganz viele davon. Wir halten gerade an. Okay, kann ich mal Controller? Okay, Pause. Was ist da? Das erste Lumina-Pokémon war ja noch normal. Hat sich wenigstens nicht versteckt vor uns. Aber dieses ist jetzt echt ätzend. Muss ich einen ganzen Schwarm zum Leuchten bringen? Mann. Diese Mucke. Alter, diese Mucke. Ist das. Oh Gott, das macht so richtig die Spannung, diese Mucke. Kann ja noch mehr Schwärme. Mit Tieren, die überall rumfliegen sollen. Irgendwann wird die doch. Die leuchten wird die doch irgendwann. Das ist irgendwo. Das ist unschönes Gang. Ich. Ganz komisch, die Lumina-Zone. Drehen uns immer im Kreis. Artikel gehen in die Richtung. Jetzt sagen sie ja mal wieder was. Okay. Wow, was ist das hier? Ein Schwarm? Ich hab da schon so viele. Alter, damit es geht. Come on! Das bringt auch nichts in die Mucke. Jetzt ist das Ende. Hier ist ein TP-Punkt. What the? Da war's! Dieser Schwarm. Wischiwaschi. Ich hab schon und ab. Ja, aber hier ist das Ende. Ich mache mir nicht Sorgen. Hier schon das Ende ist. Ja, aber jetzt habe ich es nochmal zu Blick bekommen. Auf jeden Fall ganz komisches Verhalten. Wow! What the? Hey? War das jetzt nochmal? Das Gefühl, dass die uns auffressen will. Vielleicht eine Überraschung, oder? Vielleicht geht es noch tiefer. Ich weiß, ich kann Energie mehr in der Nähe. Ich kann zurück ins Mars-Camp zurückkehren. Go. 10, 1, 2, 3. Die Mission wird eingeleitet. Oh. Okay. Lumina Pokémon ist jedenfalls weg. War ganz komisch, hat es verhalten. Ich hatte kaum Fotos gemacht davon. Einfach nur, ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ganz komisches Ding ist das. Okay, es gibt keine Foto, wenn du dir verzeihen könntest. Ach, ich glaube, das ist extra so gemacht. Bitte mal ein Foto von Luise. Der Schwarm. Deiner Schwarmkopf. Wenn seine Musterung leuchtet. Muss weiter in die Lumina-Zone und umgucken, ob die endlich mal auftaucht, blöde Pokémon. Good luck.
15. Ein paar. Ich brauche die. Ich brauche nicht die Einzelform. Ich brauche die große Form. Ich brauche nicht die Einzel, sondern die Schwarm. Komisch. Okay, jetzt wissen wir, warum wir auch die rangeholt haben. Dann haben wir die Daten bekommen. Dann kam der Höhenanstieg. Wir haben erst unsere. Vielleicht können wir, müssen wir illuminieren, aber. Die schwimmen doch alle nur rum. Wie viel soll ich denn noch von der Einzelform illuminieren? Ich kann ja nicht. Ich brauche die mehr. Ich mache die Schwarm vor. In Einzelform, Einzelform. Die Einzel. Vielleicht kann ich sie irgendwo durch die Scan-Aktion. Scannung erkennen. Das Formen, ich sehe ja nur. Das Schwarmformen sehe ich ja nirgendwo aufploppen. Wenn sie auch nicht so. So, naja, so komisch und möglich. Nein, ich würde die dann auch nie aufploppen. Einzelformen, Schwarm. Einzel. Ein paar Fallen. Bringt das was? Ich hätte den Bereich mal ein bisschen erhelle. Na, es bringt ja auch nichts, wenn ich sie. Und nicht die Lösung sein, die Kristallwürmer um anzuschießen. Da ist es! Auf es mit Fotorill! Ich mache jetzt alle Fotos an ihm. Ich will wohl eins dabei sein. Einmal ist es wieder da, das Pokémon. Und es schwirrt um den ganzen Felsen herum. Also, das ist die Schwarmform, muss ich sagen. Wenn das jetzt nicht die Schwarmform ist, dann frage ich mich, das steht da sogar. Verlängerung, wenn es schon so nah dran ist. Mir das Foto. Ich wünsche mir das Foto von mir. Das war ein geiler Kommentar. Okay, aber wenn wir das jetzt nicht erwischt hätten. Auf jeden Fall haben wir 100 Fotos jetzt davon. Von diesem einen Pokémon. Soll man auch. Kann gern von mir jetzt nochmal auftauchen. Wir können auch einfach jetzt die Strecke beenden. Wenn es will, kann die Strecke auch beenden. Ach, ich glaube, vielleicht kann ich es anlocken, indem ich die Kristallblumen anlocke. Vielleicht kann ich es mit der Kristallblume nochmal anlocken. Pokémon. Oder. Kann ich den Cursor bewegen? Irgendwo? Form, Einzelform, Schwarmform? Wo bist du? Wo ist das Ende? Frage ich mich. Wir sind da hinten rum und jetzt? Komisch. Wann kommt nicht das Ende? Von der Strecke. Ich will doch nur, dass die Strecke endlich vorbei ist. Ich will den Meeresgrund hier nie mehr sehen. Kann ich alle flüchten? Ist keine einzige Einzelformer mehr.
Nein, hier ist keine mehr. Oder baut sie, ist das auch die Schwarmform? Und bauen sie so ein Ding auf eine zu Pokémon zusammen. Das wäre geil, wenn das ist einfach wäre. Und dass sich zusammen so klappt. So. Vielleicht baut sich das auch zusammen einfach aus dem aus einem Schwarm. Das ist ein Schwarm jetzt. In alle Einzelformen können sich vielleicht zu Schwarmformen bilden. Es kommt das Ende nicht. Begleite sie mal. Okay. Ich begleite euch mal ein bisschen. Durch das Meer. Und durch den Meeresgrund. Super. Kann auch davon ein paar machen. Mehr brauche ich gar nicht. Ich will einfach nur hier weg jetzt. Ach, dahinter ist es, oder? Bitte, das ist dahinter. Ich will hier raus aus dem. Einfach nur noch raus aus dem Meeresgrund. Ich hab hier nicht, warum es jetzt. Oh, da. Taucht auf jetzt. Oh. Oh, geschafft. Markierung erreicht. Oh. Beeil dich, ich will die Fotos sehen. Nicht so drängeln. Ja, dort schon mal lassen, dass er drängeln will. Warum drängelt ihr eigentlich so und sagt so, komm an, komm an? Ich glaube jetzt auch nicht. Ach doch, wurscht. Jetzt einiges, worüber ich reden möchte. Gehen jetzt mit zur Bewertung. Eigentlich habe ich gerade, dass wir nur einen Punkt brauchen, um dann die nächste zu kommen. Wo ist er drin? Habe ich oh, es zählt. Es gibt welche, die zählen. Das da. Kristallblume. Oh, die schauen auch klasse aus, muss ich sagen. Tief sind die zwei. Perfekt. Fotos zeigen. Wir haben es. Geil. Geil gemacht. Einfach geil. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es wenigstens und das ist mir auch die Hauptsache. Dieser, das von Kopie fantastisch, das ist ja gelungen. 1000 Sterne, ach, gibt's ja auch für 4 Sterne. Nämlich das, was ich schöner finde mit Leuchten. Und Überraschungslevel 2. Okay, jetzt geht's auf die gescheiten Ding. Deine Kunden stärker gescheit voran. Bestimmt gewöhnen sie die Pokémon langsam an dich. Ja, aber das gibt's ja nur zwei. Das Ungeheuer, das Meer, du hast das Lumina-Pokémon. Loser, den Schwarmform im Fotodex registriert. Sepia, du hast das Forschungsziel des Ungeheuer der Meere erhalten. Übrigens, dank den Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Zähl davon, sobald dein Foto verstaut hast, du darfst gespannt sein. Ja, würde ich sagen, wir enden jetzt schon den. Ja. Wie soll ich sagen? Also, ich würde sagen, wir beenden jetzt schon den Part. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr Unterstützung gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos und jedes Abonnent hilft mir weiter. Euch ja Fexil.